Und somit herzlich willkommen hier wieder zurück im Forstprojekt Landwirtschaftssimulator 2015 mit dem Randy. Hallöchen und den Klicki. Hallo und herzlich willkommen am ersten Weihnachtsfeiertag, würde ich sagen. Richtig, was feiert man da traditionell? Ne, normalerweise geht man zur Oma, da kann man nur hoffen, dass man das Handy dabei hat, sonst kann man YouTube nicht sehen. Genau. Weil Oma keine schnelle Anbindung hat. Das ist das Wichtigste, ja. Aber das Internet, Oma, warum? Weil um 16 Uhr Forst Let's Play kommt. Internet? Ich kann doch der ARD anmachen. Aber es kommt doch gar kein Wetten, das. Ja. Boah, was ist denn jetzt mit dem schon wieder verkehrt? Also entweder hab ich's gerade verlernt, jetzt stellt er das Ding hochkant hin. Ey. Ich würde sagen, verlernt. Kann sein. Ich geb's auf. Geht zur Müllabfuhr. Mach's gut. Aus der. Vergiss das Weihnachtsgeld nicht, die 5 Schwänge. Ja, die 5 Schwänge. Ja, das wieder normal. Fasse dich. Oh, ich werde gerade gewake up. Von? Ich prüfe die ganze Sache gerade mal. Vom Herrn Meckemanus. Was möchte er? Weiß es gerade nicht. Ich prüfe. Haben noch eine halbe Stunde. Also, wir nehmen nach der Aufnahme diesen LWT halt auf und der Tino wollte eigentlich noch seinen Weihnachtsbaum schmücken und noch ein bisschen Eier krallen und sollte eigentlich erst eine halbe Stunde losgehen, also wo wir jetzt eigentlich noch die Folge machen können. Ölmühle, hier geht's lang dann zum Hof, wir müssen zum Hof wegen den Crusher. Ich hab mir geschrieben. Antwortet, ob er überhaupt antwortet. Ist ein alter Mann. Wenn es dauert, das Stück, oder könnt zwischendrin einschlafen? Er könnte zwischendrin einschlafen. Oh, da war ja noch was. Ach ja. So, Alter. So. Wo war ich stehen geblieben? Hier war ich stehen geblieben. Das Ding kann nicht automatisch ausgehen, schlimm. Wir wollten uns den Crusher holen, sag ich das jetzt richtig? Ja, dachte ich, oder? 136k, gut, können wir uns ja leisten. Hat er halt 98k gekostet? Ja, den hat er hochgenommen. Ich hatte jetzt schon Angst gehabt, dass ich jetzt den drin habe, den ich umgeschrieben habe für 0 Euro. Ja. Wo ich die Karten bereinigt habe von den scheiß Schnittholz. Ach, Alter, das war auf Holzhausen eine Qual. Ich frage mich, wer die Idee hatte, die Bäume da wegzusensen. Ich weiß nicht. Naja. Das wollte Tino glaube ich mal machen, weil er unbedingt mal Holz machen wollte oder so, aber das hat null Sinn gemacht. Nee. Wir haben es gemacht, weil wir ja da pflügen wollten, um die Felder zu verbinden. Mhm. Haben wir es heute dort nicht gepflügt. Ja, weil wir keinen Flug haben. Ja. Problem erkannt, aber Hauptsache das scheiß Holz da erstmal wegruppen, dass es dann uns permanent im Weg steht. Ganz nebenbei. Ist der Sehen die stärkste Maschine, die wir haben? Ja. Alles klar, bringt uns der Crusher herzlich wenig. Geht nicht an? Nein. Du brauchst mindestens eine. Ja, dann schalt mal innen drinnen der Radio und der Klima noch aus. Du brauchst mindestens eine Lampe dafür. Ja, dann müssen wir, aber den kannst du ja trotzdem mal runterbringen. Dann verkaufst du halt den Same und holst dafür den Lampe. Ist ja noch reichen dann, oder? Dürfte theoretisch ausgehen. Obwohl, na gut, ich muss mal gucken, was der Same dann insgesamt bringt, weil 39k haben wir jetzt noch. 39k? Ja. Da reicht's nie für den Lambo. Ja, da brauchst du ja noch 200.000 dafür.
Nein, wenn ich den Sämen noch verkaufe. Ja, aber du brauchst jetzt ja noch 200.000. Ja. Für den Lambo. So, der Sämen bringt keine 200.000, da müsste der 400.000 neu kosten. Stimmt auch wieder. Was sieht's kredittechnisch aus? Ja gut, könnten wir halt noch einen Kredit aufnehmen. Ne? Ja, dann machst du das halt erstmal. Den haben wir ja schnell zurückgezahlt. Haben wir den ersten schon zurückgezahlt? Wir hatten nie einen Kredit eigentlich, auch auf der anderen Karte nicht. Ja? Nee. Nein, auch nicht. Könnte zu sein, dass ich mich täusche, weil, wie gesagt, ich bin ja auch nicht der Herr der über die Finanzen. Ich auch nicht. Ich tue ja, nur dann. So. Ich tue nur so. So, dann lasse ich das mal ja kurz in 120-fach vorspülen. Warum? Das ist heller wird, dass der Händler aufmacht. Achso, hm. Die habe ich bestimmt wieder zu lang gemacht, hä? Na klar. Mehr Feingefühl bei der Arbeit, wenn ich bin da. Ja, ich weiß doch nicht, wie lange dieser blöde Hänger ist, ja. Leg das, was bei mir drauf passt. Lass einfach mal fallen, mal gucken, was passiert. Den sehen Sie nichts. Der Mann ist jetzt ja zurückgeschrieben, hat nicht zurückgeschrieben. Jetzt noch nicht. Weil mir Roman schnippst, wenn er nicht antwortet. Ja, aber weiß was er hat, oder vielleicht will er noch ein Zwischenprojekt, oder ich weiß doch nicht, was er jetzt noch machen will. Er weiß ja erstmal Bescheid. Über was? Ja, dass wir ihn jetzt noch aufnehmen. Das wäre sinnvoll, wenn wir in der Aufnahme sind, ja. Ja, das weiß er ja jetzt, und das ist gut. Na, ich kann das Licht ausmachen. Kerzen sparen. Das ist doch nicht so, hier ist ein Schienen, Junge. Naja, ist ein Schienenfahrzeug. Ach so, du bist ja an der sogenannte Schienenersatzverkehr, ja? Richtig. Siehst du auch, was schon eine Maschine hinten drauf hat. Ja. Da sind einige Leute drauf. Auf jeden Fall. So, ich sehe hier noch 2-3 Stücke. Und dann wird auf den Hänger. Oh, dann fahre ich das Ding mal zurück. Oh, okay. Das war die LED-Anzeige. Schön auf The Rivers ist, dass nichts eine Galle hat. Ja, doch, einiges schon. Ja, aber jetzt so von den Straßendingern her, von den Leitpfosten und die Schilder. Ich muss mal gucken, wenn ich die Strecke jetzt hier fahre. Aber mal das Gefühl, ich habe jetzt einen Umweg, irgendwann einen Umweg gefahren. Aber einfach links rum und dann rechts. Ja gut, dann geht's natürlich auch. So spät haben wir es jetzt. Aber schon wieder um 11, wenn Mensch halt die Zeit an die Uhr. Sonst kommst du hin, der macht gerade Mittag. Ja, ja. Hast du wieder Pech. Oh, wo sind hier der Verkaufsträger? Ja. Der gibt uns 85.000, das ist 120 hätten wir, brauchen wir noch 100.000.
Also. Na gut. Naja, nö. Nee. Das wäre dann ja verschwendetes Geld, oder? Dann lieber leiser. Dann machen wir das lieber leiser. Wenn der Ratio ist wie ein Arsch. Arsch? Wie so ein Pferd, so schön. So, ja, hier vorne ist wieder der schöne Langnese-Eisklön. Ist überall kleine Stücken, aber das ist mir egal. Ah, da, da. Der Holter, das hässlichste Gerät im gesamten Spiel. Ach. Sag das doch nicht über mein Lambo. Auch oh, blau. Das ist ein Lambo, nur ein Blau. Ja. Naja, mitten im Wald, verstehst? Ja, ja. Blau. Ja. Ist halt von der Leistung her und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her einfach besser gewesen. Aber der ist leichter, der ist zu leicht für den Wald. Ach. Passt schön. Ja, sei dich drüber freust. Man freut sich? Sei dich drüber freust, dass wir jetzt in Holland haben. Hm, ja, ich mich drüber freue? Ich verstehe das nicht. Ne, musst du nicht verstehen. Also ich erklär's dir morgen. Ist mir aber. Aber wolltest du nicht in den Kleinen irgendwas drauf? Achso, hast du schon. Dein Kleiner ist voll. Ja. Ich bin ja nicht untätig gewesen. Hätte ich ja nie behauptet. So. Das Gewicht immer fahren wir bestimmt, jede Welle. Ja, es liegt halt wie gesagt dort was von Crusher, hier was von. Aber da hat er einen eigenen Kran dran, ne? Der Crusher hat einen eigenen Kran dran, ja. Ach, da kannst du nachher schön spielen. Du kannst schön spielen. Ja, drüben liegen Obergrieb schon. So, gut, das hätte ich vielleicht beachten sollen. Wie viel hat da jetzt eigentlich gekostet? 280 oder so, ne? Ja, 254k. Ja, nicht teuer genug sein. Ach, der Lambo kam 185k, dann wäre der TTV von Deutz eigentlich der nächste bessere. Und wir hatten ja, aber durch den Verkauf, wir hatten gewesen. Doch durch den Verkauf, ne, der New Holland ist besser von der Leistung her. Und aber nicht für den Wald. Nur weil der Deutz grün ist, ist er noch nicht, dass er für den Wald gut ist. Doch. Nee. Doch. Nee. Problematisch ist, was ich euch noch nicht bedacht hatte, dass an den New Holland der kleine Außenantreiber halt nicht drauf geht. Weil der halt noch einen Kugelkopf nur hat und nicht so eine Zungenmaul da. Mhm. Aber das ist kein Problem, dafür haben wir hier noch den Hörlimann. Hätte so rückwärts fahren können.
werde es auch wohl lassen können. Der Hurley-Mann schafft es auch. Er schafft es. Der ist grün. Richtig. Warum haben wir eigentlich noch einen Hurley-Mann genommen? Jetzt wurde ich wieder angepinkt. Und nochmal. Ja, also ich weiß nicht, warum er nicht schreiben kann. Er pokt jedes Mal nur. Also, am Poken geht viel schwerer wie, oder ist viel umständlicher. Nee, es kann ja sein, halt, dass. Halt, ja, nicht in die Fleischreich, voll Idiot. Ja, nee, hat geschrieben. Ja, nee, ich war. Bei Tino ist schlecht, er muss spätestens um 10 wieder weg. Wie um 10 wieder weg? Ja, er schreibt, ist schlecht, muss um 10 wieder weg. Spätestens. Naja, wenn wir halb anfangen, das passt doch. Das wären. Ja, gut 6 Folgen, ne? Ich weiß nicht, wo das Problem gerade ist. Ja, wir können ja auch nur 5 machen. Wie viele Folgen haben wir jetzt? Der 4er, oder? Das ist der 4er, ja. Wir brauchen noch 5. Naja, sag doch einfach halb 9, passt doch. Wenn wir nur 9, dann haben wir halb 9. So, wenn er halb 9, selbst wenn wir da durch, das reicht doch wohl genau aus. Mensch, jetzt verkauft er die Scheiße hier an den Dreckstrigger. Da ist der Player dabei. Wie kommt denn das? Hat er nur gesagt, halb 9. Machen wir halb 9. Ich will nicht 30 Mal einen Termin ändern. Das sind einfach ein paar Stunden. Aber meine Freunde, wir sind eh erstmal fertig für den Part. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dann, ne? Ciao, ciao. Tschüss.